less than an hour. What's next? The last person responsible for all of this dies tonight. If we make it out of here, you think you're ready? I was made for this. This guy. He was Blacklight. Yeah. Well, now he's ex-Blacklight. His name is Mercer, Alex J. Next of kin, Mercer Dana A. Is that his wife? Don't know. Do you think this has anything to do with the test subject on 51? I have no idea. And even more, I don't want to know. Just give me the 8-inch blade. We'll start by going through the torso. Get the fuck out! Get the kill team in here now! Wir springen in die Vergangenheit und sehen, wie das Ganze hier gestartet ist. Well, wir waren eigentlich tot, dann irgendwie doch nicht und unser Leben wird scheinbar nicht mehr normal bleiben. Denn wir sind wieder auferstanden und haben diese SWAT-ähnliche Einheit gesehen, die A, sofort geschickt wurde, um uns umzunieten, um sicherzugehen, dass wir draufgehen. Und dann wurden auch noch alle Beteiligten umgenietet. Also hier ist definitiv was im Argen. What are you gonna throw at me next, huh? What do you want from me? Wir wurden mit Raketen beschossen und das scheint uns auch egal zu sein. Und wir werden uns das nicht länger gefallen lassen, sondern werden hingehen und mit dem nächstbesten Taxi. Auf den Helikopter werfen. Ja, und wie man vielleicht schon sehen konnte, wir haben Fähigkeiten. Zum Beispiel, wir können auf Wände hochlaufen, wir können verbessert springen und wir halten dann doch einiges mehr aus. Wir hören aber auch schon, wir sind noch nicht so 100% in Sicherheit. Gerade wenn hier auf einmal ein Helikopter kaputt gemacht wird, dann ruft man dann lieber Backup. Now I gotta kill them too. Ja,
Ja, und das Spiel sagt uns im Endeffekt schon, wie wir das Ganze einfach machen. Wir gehen hin. Oh, meine Lieben, ihr seid auserwichen. Reicht den Sachen ganz schön gut aus dafür. Ja, aber das kriegt ihr auch nicht unendlich lange hin. So, mal gucken, ob wir das vielleicht hinbekommen. Ah, da sollte ich jetzt vielleicht nicht runter. This can't be happening. Now he's expert. His name is Mercer. Hostile sighted. Contact imminent. Wir haben uns verwandelt. Report. Wir haben das Aussehen einer anderen Person eingenommen. Und können auch Leute konsumieren. Fucking goose-stepping motherfuckers! Kiss your mother with that mouth. Saddle up, you got a CP. Move it. My sister. He knew where she is. I know where she is. I need to find her. Dana. Damit wurde auch schon die nächste Frage beantwortet. Wir können Waffen mitnehmen. Und können sie tatsächlich auch nutzen. Und das sogar richtig, richtig gut. So, wir müssen natürlich hingehen und die Schwester von uns retten. Denn wie wir vielleicht schon gesehen haben, die Kollegen sind hier am Leute ausschalten. Bei uns ist das vielleicht nachvollziehbar, aber vielleicht denkt man, dass man auch sie ausschalten muss, und das dürfen wir natürlich nicht zulassen. Soldiers. If they know who I am, they probably know who she is. I need to get to a good viewpoint and scope the area out. So, und ich denke, eine clevere Idee ist es, auf unsere Verkleidung wieder zurückzugreifen. Und zwar, wir behalten immer die allerletzte Verkleidung, die wir konsumiert haben. Und sind somit erstmal in Sicherheit. They know I'm coming. I have to think about this. Minimap ist, denke ich, auch selbsterklärend. Eine Sache, auf die das Spiel nicht achtet, ist, ob die Person eine Waffe hat oder nicht. Ebenfalls ist es ihnen wirklich so ein bisschen egal, ob man hier so aus der Luft springt. Man sieht so ein bisschen kurzzeitig, aber so wirklich ist das denen auch egal. Das gelbe Symbol unten in der Ecke sagt jetzt im Endeffekt nur, dass sie mich sehen können. Aber dadurch, dass ich aussehe wie alle anderen, ist denen das egal. Dana! I'm not gonna hurt you. I need your help.
up was going on at Gentech. What the hell happened to you, Alex? I've been researching that whole fucked up organization for weeks. I was poking around to get you information. Don't you remember? You wanted to find out what was going on at the highest levels at Gentech. Anything about the director of research. Do you... Are you okay? Do you know what happened? I haven't even seen you in 5 years, not until you show up at my door last month. Is there somewhere we can go? Yeah, I know a place. So come in. It's a friend's place. They're gone for a year. Patagonia or something. Any idea what this all means? No, but I'm gonna find out. I mean, this is a story of the century, so somebody's gotta know what the fuck is going on here. You know, they were waiting for me at my place, so they're most definitely yours. Where do I live? There. You'll be here when I get back. It's best you stay put. You'll probably come in the city for both of us. Yeah. I'll be here. Mission geschafft und wir bekommen einige doch sehr interessante Nachrichten, und zwar wie viel wir kaputt gemacht haben, wie viel Schaden das Windfeld verursacht hat. They're gonna be waiting for me. They think they're in control, but they have no idea what I'm capable of. Ja, aktuell eigentlich noch nicht allzu viel, aber gut. Gehen wir an die ganze Sache erstmal positiv ran. Und begeben uns tatsächlich zu seinem Apartment. Spiel, danke. Ja, wir sehen, wir können uns relativ freizügig hier bewegen. Auch wenn es halt nicht immer zu 100% so funktioniert, wie man sich wünscht. Aber das ist nicht so wichtig, denn wir bekommen später definitiv Fähigkeiten, die das Ganze noch ein bisschen angenehmer machen, wo wir halt nicht an jeder kleinsten Sache hängen bleiben, denn wir bewegen uns meistens auf höherem Gebiet. Man sieht, wir machen jetzt hier schon so ein bisschen Schaden, sind ein bisschen auffällig, aber so wirklich interessiert das keinen. Erst wenn wir wirklich anfangen, Mist zu bauen, dann würde das auch Konsequenzen haben. Wir sehen, wir spielen in New York City. Die Stadt ist doch relativ groß. Und dementsprechend auch wirklich ein Open-World-Spiel. Man kann theoretisch hingehen und einfach nur Blödsinn machen. Also da ist definitiv die Möglichkeit gegeben. So, und wir dürften jetzt eigentlich gleich dort sein. Mal gucken, wie schnell wir die Idee bereuen, dass wir dort hingehen. Fahrzeuge selbst können wir nicht fahren. Und das ist auch nicht weiter schlimm, denn wie man vielleicht schon sieht, wir können von Anfang an besseres Zeug nutzen. Wir sehen dieses große Gebäude. Gar nicht mal schlecht. Hier wohnen wir. Target is in the building. Target is hot. Light it up. The one.
So, ich wollte jetzt hier gerade flüchten. Das Problem ist jedoch, ich sollte eher hier diesen Gegner besiegen, bevor dieser es schafft, ja, ein Team reinzurufen. Aber das haben wir jetzt leider nicht geschafft. Dementsprechend kommt jetzt mehr Unterstützung. Und Strike-Teams sind echt gefährlich. Da müssen wir halt gucken, ob wir den entweder ausweichen können oder sie kaputt machen. Dementsprechend, ich will jetzt mal kurz gucken, ob wir die vielleicht irgendwie gescheit kaputt machen können. Und das war ein schöner Wurf. Wir gehen zurück ins Apartment, werden aber ganz kurz hier mal den Gegnern ausweichen. Wie man sieht, damit sind wir schon aus dieser Patsche raus. So, und jetzt müssen wir uns ein kleines bisschen beeilen, denn logischerweise die Person, die wir jagen, versucht hier zu flüchten. Und das dürfen wir logischerweise nicht zulassen. Aber die sind auch schon hier in der Nähe, also die werden uns nicht entkommen. Und ich will jetzt erstmal noch nicht hingehen. Und das Ganze riskant machen, sondern wir machen das relativ clever. Ich hatte noch den Kollegen ja ausgewählt und konnte dementsprechend seine Fähigkeit nutzen. Und jetzt konsumieren auch wir ihn. Doctor, try to keep the discussion high level. We need to know what we're dealing with on the ground. Its effect is variable. When it does manifest, it makes the Idaho strain look like a common cold. I don't need to remind you gentlemen how close we came to the point of no return in Idaho. Mercer's body is a bomb, filled with this weaponized pathogen waiting to go off. And now it's loose in the city. Bring it in, no matter what it takes. I'd say dead or alive, but I'm not sure those classifications fit Alex Mercer any longer. I can see what he saw and know what he knew. His memories are my memories. Und hier sehen wir wieder, wie das Ganze abgelaufen ist, und wir haben zwei neue Events freigeschalten. Revenge was the only clear thought in my head. The only one I could call mine. I knew Gentech was the key. It made sense. I'd worked there. I'd had Dana investigating its operations. And then there was Blackwatch. Whatever had changed me, erased my past. Must have started there. I thought if I could find out who was running Gentech before Blackwatch erased them too, I could find my past. What did you think that would gain you? Answers. I wanted to find out what happened to me. The reason. Someone to blame, someone I could punish. Tell you the truth, I never thought I'd find her. I wish the hell I never had.